Hey Leute, Emre mal wieder am Start. Heute geht's im Video um den bedeutsamsten Update in GTA Online, der immer am Ende des Jahres kommt. Ja Leute, der Schnee ist eingetroffen, richtig gehört. Habt ihr wahrscheinlich auch so selber mitbekommen. Rockstar enttäuscht uns nicht mit den festlichen Überraschungen. Es ist das erste Mal, dass GTA bzw. Rockstar seit 6 Jahren so früh den Schnee released hat. Nicht falsch verstehen Leute, ich selber finde es richtig nice. Je mehr Zeit wir mit dem Schnee haben, desto besser. Aber warum aktiviert Rockstar den Schnee so früh, Leute? Wenn es traditionell gesehen erst einen Tag vor Weihnachten eingefügt und es nach wenigen Tagen eigentlich entfernt wird. Und dann normalerweise wieder an Silvester für 3 Tage kommt. Wir sind ja noch nicht mal so nah an Weihnachten wie sonst auch. Ich bin persönlich halt verwirrt und verstehe es nicht. Vielleicht als Entschädigung, weil letztes Jahr nichts Richtiges kam, wegen Red Dead Redemption oder Red Dead Online? Kann es sein? Naja gut. Rockstar hatte bei Newser schon ein Leak gegeben, was ich auch im Video genannt hatte. Da hatte Weasel News ja einiges gesagt. Aber so haben wir vielleicht mehr Zeit mit dem Schnee, da es ja ansonsten schon recht begrenzt war. Vor allem an den stressigen Tagen wie Weihnachten und Silvester. Die meisten verbringen ja die Zeit mit Familie, Freunden, weil man die auch nicht vernachlässigen sollte. Jetzt stellt man sich die Frage. Wird es wieder frühzeitig nach Weihnachten deaktiviert, wie sonst auch? Normalerweise gab es ja jeweils 5 Tage am Stück Schnee. Ich gehe davon aus, dass Rockstar es einfach mal länger drin lässt. Warum? Laut Tweet von Rockstar hat das Wetterteam eine seltene Schneefallspitze für die kommenden Tage vorhergesagt. Das eben mit den Weasel News. Ist halt die Frage, ob es auch wirklich so sein wird. Weiterhin hatte Rockstar gemeint, wir sollten täglich online kommen für kostenlose Gegenstände, aber ich habe noch nichts bekommen. Vielleicht kriegen wir noch an Heiligabend, Weihnachten, Silvester, Neujahrestag irgendwas. Kann sein. Glaube ich mal, also die lügen ja nicht. Apropos kostenlose Geschenke. Laut einigen von euch schenkt Rockstar $1.550.000 an einige Spiele. Vielleicht um eine Spielhalle zu kaufen? Also die günstigste Spielhalle kostet ja auch um den Dreh rum. Genießt auf jeden Fall den Schnee in GTA. Habt Spaß mit euren Freunden, wenn diese noch GTA spielen. Ob mit einer Schneeballschlacht oder etwas anderes, Leute. Also gönnt euch einfach den Schnee. Wie auch immer, das sind alle Informationen für euch erstmal. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen oder dir. Ich würde mich freuen, ein paar Antworten zu lesen. Mögt ihr den Schnee oder wollt ihr den gar nicht haben? Lasst es mich einfach mal wissen, was ihr so davon haltet. Wenn das Video euch gefallen hat, wäre eine Bewertung echt toll, ein Abo, eine Ehrenaktion. Und einfach, ja Leute, kostenlos kurz abonnieren drücken. Ich will kein Geld dafür, ehrlich, ich will kein Geld. Aber wenn du neu auf dem Kanal bist und auf dem Laufenden bleiben möchtest, zwecks Casino-Infos, kostenlose Geschenke oder festliche Überraschungsvideos von Rockstar, vergiss nicht, die Glocke zu aktivieren. Auch kostenlos. Ich will nichts. Ich will kein Geld. Ansonsten danke, dass du mir zugesehen hast. Pass auf dich auf, hau rein und wir sehen uns im nächsten Video oder Livestream. Euer Emre.